Klatschst du auch? Genau, fahren wir mal los. Ich muss schauen, ob ich mein Paddel richtig rum habe, aber ich glaube schon. Hast du dein Dings gestartet, oder? Ja. Gut. So, wir sind jetzt in der Bayerischen Karibik. Oder? Ja, das ist mehr der Bayerischen Karibik. Am Eibsee, zu Fuß in der Zugspitze. Wir schauen uns die Zugspitze von allen Seiten an. Wir wollen ja hoch heuer noch. Brauchen wir dann bloß den geeigneten Tag, die Wetter und alles. Und Eibsee-Paddeln haben wir schon mal ins Auge gefasst gehabt. Das ist bislang nichts geworden. Aber jetzt klappt es auf dem Heimweg von unserer KMH. Was haben wir KMH? 7,2. Was? 7,2 KMH? Wir sind ja schnell. Ja. Gut. So, der Blick auf die Zugspitze. Ja, ganz hinten, glaube ich. Da schaut das Häusle von, also die Insel mit dem Häusle, das habe ich jetzt so auch noch nie bewusst wahrgenommen. Ja, und zu der Insel kann man laufen. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Jetzt ist 14:40. Ja, weißt du, wann wir weg sind? Zwei Kilometer. Okay, also in 20 Minuten das andere Ende vom See erreicht. Ja, gut warm. Aber schön. Ohne Sonne macht das ja hier keinen Spaß. Glitzert ja das Wasser gar nicht so schön. Schauen wir mal, was da auf der kleinen Insel drauf ist. Da ist irgendein Tiefele. Steht bestimmt was drauf. Zugspitze versteckt sie immer mehr. Wir könnten doch so eine Insel kaufen. Als Zweit-Sommerwohnsitz. Jetzt bin ich gespannt, was da steht. Ui, das Betreten der Insel ist ausschließlich. Thank you.
suchen ja immer nur diesen Felsen, gell? Oder ist er da hinten? Das könnte das sein. Mhm. Da ist auch gleich viel windstiller daheim, gell? Ah, jetzt. Ja. Man kann hier schöne Filme machen. Genau, also das ist auf jeden Fall der Felsen. Ja, bestimmt. Ja, da ist glaube ich diese Insel davor. Ja, so das ist er schon. Hm, weiß nicht, es ist ziemlich flach. Vielleicht kommen wir jetzt auf den Film von der Drohne. Ja, die stellt sie jetzt da vor uns hin und meint, sie muss hier. Aha. Läuft's, oder? Wenn der rote Boller da so weit weg. Heute haben wir ein bisschen besseres Timing, da schaffen wir es noch vor es Unwetter kommt. Es zieht jetzt schon ganz schön zu. Dantl fährt noch hoch. Hier einmal das Alpsee-Hotel. Und da vorne sind wir dann schon wieder an unserem Ausgangspunkt. Vorsicht, Stand-Up-Paddler vor uns.